und Tool. Hallo und herzlich willkommen hier aus Saint-Tropez. Er ist doch ganz gut geworden. Das Essen war wieder bombastisch, wirklich sehr, sehr, sehr gut und sehr lecker. Was wir jetzt machen, eine 180-Grad-Drehung mit dem Auto. Nach dem Mittagessen? Nach dem Mittagessen. Es gab Fisch. Ich hoffe, der fliegt nicht raus in der Kurve. Und danach, nach der Übung, fahren wir mit dem TCR Hyundai. Das sieht schon richtig krank aus. Ja, das sieht auch wie unser Whitebody. So, brutal. Deswegen, ich freue mich. Wir fahren jetzt rückwärts mit 40 km/h und eine Volllenkung ohne Bremsen. Ja, eine Kupplung durchtreten und Volllenkung. Und das Auto dreht sich wie ein Karussell. Manchmal klappt das gut, manchmal weniger gut. Wer an so einer Veranstaltung teilnehmen möchte, wirklich, ich würde das jedem empfehlen. Ja, also das ist wirklich eine richtig coole Geschichte. Und ich glaube, wir sind auf den Geschmack gekommen und wir werden immer wieder auf die Rennstrecke gehen. Ich würde sagen, let's go, wir wollen was sehen. Genau. Hier bekommt was Geiles. Dass das wirklich im Video perfekt aussieht. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Viel Erfolg. Damit wir nicht vier Gruppen auf der Strecke haben, ist immer ein Slot hier. Das heißt, wir sind jetzt dran mit dem ersten Slot Kona und dann kommt der nächste. Und so haben wir immer drei Gruppen auf der Strecke, okay. Was sich aber eh ganz gut ausgeht. Bei 4,2 Kilometer sind auch mit vier Gruppen kein Problem. Aber so haben wir einfach mehr Möglichkeit, die Leute ohne Stau auf der Strecke zu bewegen. So, jetzt einmal umgestiegen in die Elektrofahrzeuge oder was? Öko. Also wir haben auch selber einen Kona Hybrid und der ist schon mal cool, aber ich bin so ein bisschen überrascht, wie cool der Kona Electric hier aussieht. Guck mal hier, richtig fetter Ding. Also sieht echt gut aus. Also hier gilt nicht, wer schneller ist, sondern wer am lautesten quietscht oder was. Aber das war aber schon gut, oder? Bitte? Das war schon gut, ne? Ja. Also der geht schon, okay. Also du kannst starten. Also erst. Ich starte null, aber auch, oder? Das ist jetzt die Uhrzeit. Du kannst fahren, der geht dann auch null.
So, neue Runde, neues Glück. Jetzt im Sportmodus. Und los! Alles rausnehmen! Oh, besser! Da kann man Spaß haben und schnell fahren. Vom Drehmoment selber ist der schon besser. Aber von der ganzen Bereifung her, schaut sie mal die schmale Reifen an, zu den sportlichen Reifen, die Bremse lag. Deswegen ist der schon schneller. Es sind halt hier Emotionen dabei. Ich habe oben verloren. Ja, ich sage herzlichen Glückwunsch. Vom Reifen und vom Lenken ist der besser. Auch die erste Runde. Die erste Runde, wo er gefahren ist vom Lenken, hat er es hüte geschmissen. Nicht, weil er den Parcours nicht kennt, sondern weil es auch bei der Lenkung ganz anders funktioniert, das Auto. Aber habt ihr gut gemacht. War cool. Wir fahren die Autos jetzt wieder hoch zum Parkplatz, nehmen unsere Fahrzeuge, fahren ins Fahrerlager, besprechen schnell, wie wir das machen. Mein Vorschlag wäre, wenn wir jetzt auf die Strecke gehen, dass wir uns aufteilen, dass wir nicht mit 6 Autos fahren oder 7 Autos fahren, sondern kleine Gruppen und dann öfters den Wechsel machen. Denn wenn wir mit 7 Autos auf der Strecke fahren, dann hat das letzte Auto nie einen Blick nach vorne, dann zieht sich das so lang. Und wenn wir jetzt 3 oder 4 Fahrzeuge haben oder maximal 5, macht es mehr Sinn. So, wir sind jetzt in der Boxengasse hier. Du erklärst uns? Genau, genau. Was und wie? Genau, also normal muss man dazu sagen, das ist mein Einsatzauto dieses Jahr in der WM. Hyundai i30 NTCR. Hier darf ich jetzt ein bisschen Entwicklungsfahrt machen mit unserem neuen ETC-Auto, ein paar Erfahrungen sammeln. Schau mal meinen Arbeitsplatz für heute an. Das sieht schon mal richtig gut aus. Also hier einfach mal reinschauen. Ich gehe einfach mal einmal außen rum. Okay, also das ist mein Arbeitsplatz. Wir haben eine riesen Batterie unterm Auto, das heißt, ich sitze viel höher im Vergleich zu meinem PC-Auto. Wir haben ein ganz großes Dash, das heißt Temperaturen, Drücke, Verbrauch ist ein Riesenthema, das sind wir gerade am entwickeln. Das A und O jetzt ist einfach die Temperatur im Rahmen zu behalten und den Verbrauch einfach zu gucken, bei wie viel Power verbrauchen wir wie viel. Deswegen ganz, ganz viele Mappings, die wir einstellen können, die wir auch unterm Fahren einstellen müssen. Viele Knöpfe, wo wir dann in Kontakt sind mit der Box. Wir haben kein Kupplungspedal, wir müssen nicht hoch und runter schalten logischerweise. Was mich fasziniert, ist einfach, du kannst in jeder Lebenslage einfach maximale Power abrufen. Okay, hat der Gänge? Nein, nein. Also Eingang? Genau. War für mich auch ganz komisch am Anfang, weil wir haben trotzdem Pedals hier hinten, die aber nicht zum Hoch- und Runterschalten sind. Das heißt, das erste Mal, als ich rausgekommen bin, habe ich einfach mal hochgeschalten, aber passiert natürlich nichts. Und das ist faszinierend im Vergleich zum normalen Motor. Du hast halt beim Turbomotor natürlich dieses Turboloch, von dem jeder spricht, und irgendwann kommt es dann. Und hier ab dem ersten Gasbefehl ist Partymodus. Okay. Wie schnell ist der? Ja, da sind wir immer noch am entwickeln. Also man spricht hier von irgendwie 600 PS umgerechnet. Okay. Heckantrieb, und da ist schon richtig Alarm. Und ja, mein Job ist jetzt einfach ein bisschen eher mit Setup zu helfen, weil ich nicht ganz so viel Ahnung von dem Batteriethema habe. Versuche da natürlich weiter dazu zu lernen. Aber erstmal ist auch wichtig, die Power auf den Boden zu bringen. Das ist A und O. Also es bringt nichts, einen Haufen PS zu haben, wenn du das nicht auf den Boden bringst. Und da spielen wir gerade viel mit dem Setup. Und das ist eigentlich meine Aufgabe jetzt. Okay. Wie ist eigentlich, auf der Rennstrecke, fährt er mit voller Leistung die ganze Strecke durch oder verliert er so ein bisschen? Also das Reglement wird jetzt als geschrieben. Das heißt, es gibt noch gar keine Rennen. Wir sind im Moment noch voll in der Entwicklungsphase, versuchen verschiedene Modis natürlich. Und dann wird es vom Reglement festgehalten, wann du mit welcher Power fahren darfst. Das Verbrauch spielt eine große Rolle. Natürlich kannst du nicht mit Max Power in Long Run fahren, weil Temperaturen und Verbrauch einfach dann aus dem Ruder laufen. Aber das muss dann einfach die ETCR, der Hersteller, muss es dann vorgeben, mit welcher Power man gefahren hat. Okay. Wir waren auf dem Sachsenring mit dem Tesla. Okay. Wir sind nur eine halbe Strecke Vollgas gefahren und dann ab der Hälfte nur 80. Alles reduziert, am Dach war alles rot. Da, die Probleme haben wir nicht. Also da haben die Jungs und Mädels von Hyundai schon einen super Job gemacht. Das Auto läuft auf jeden Fall mehr als eine halbe Runde. Nee. Genau. Schöner Deckel. Sehr schön. Genau. Ei. Okay. Ist
schon was anderes. Natürlich Gewichtsverteilung ist ganz was anderes. Wir haben vorne nur die Kühlung, wo ich gewohnt bin, dass da ein Motor drin ist. Das A und O, ja, die Batterie zu kühlen. Das heißt, wir haben einen riesen Kühler drin. Ja, man muss einfach umdenken, man muss offen für was Neues sein und es macht trotzdem enorm viel Spaß zu fahren. Das glaube ich. Wenn man da irgendwie sagt, Elektro ist blöd, aber 680 PS fahren macht schon Spaß. Also das kann ich mir vorstellen. Genau. Gewichtstechnisch, wie sieht das hier aus? Das kommt jetzt alles noch drauf an. BOP wird dann eine große Rolle spielen. Im Moment, klar, haben wir eine Tonne auf der Hinterachse. Das Ziel wird sein, natürlich das so weit wie es geht zu reduzieren. Ja, cool. Eine coole Vorstellung. Vielen Dank. Ja. Was fahrt ihr damit? Genau, wir fahren um 16.30 Uhr. Ich werde auch nachher mit dem normalen 30 an. Ein bisschen Alarm hier machen. Ja, ja. Also die Strecke ist nicht ohne. Also immer hoch, runter, hoch, runter. Vor allem jetzt, wenn es nass ist, dann wird es erst recht witzig. Die Rennstrecke ist nicht ohne. Also wir sind schon mal eine ganz kleine Runde gefahren, also eine Runde gefahren, aber sehr langsam, ja? Dass wir die Strecke überhaupt sehen. Und das war nicht ohne. Ja, da geht es hoch, runter und während wir hochfahren, geht das noch so, also das ist schon krass. Wenn man im Hintergrund so hört, die fahren nicht gerade langsam, ne? Und die ballern hier wirklich, also das ist wirklich, ich bin überrascht, dass das so abgeht hier. Das war der TCR. Ich bin gespannt, was auf der Rennstrecke abgeht. Wir haben hier mehrere Kameras eingebaut. Kann man das rein go. Und schnall dich an. Ich will nicht zu weit raustragen, weil die nächste Linksstufe kommt und ich soll mal ein bisschen mit der Mitte anfahren, den Platz der Strecke nutzen, raustragen lassen, bis zur weiten Linie. Jetzt bringt man auf der Rade rechts, dann fährt der Nachbar mit Butter uns vorbei. Hier entlang am weiten Strich fahren. So, dann gehen wir hier nach innen raus. Sehr spannend. Mein Adrenalin ist wirklich ganz, ganz, ganz hoch. Puh, Männer. Die dritte Runde. Und das ist echt scheiße anstrengend, wirklich. Nicht so bequatschen, weil ich bin echt. Das Ding muss ab. Luzi! Wo ist das? Ist das eine ekelhafte Kurve, ne? Die ist echt richtig fies. Ekelhaft, das Ding, Kurve, ne? Kette, Kette, Kette! Rechts rüber. Weil ich sehe ja nichts. Das Fliegen. Kriegt die erste Urkunde, super, dass du da warst. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, gerne, also danke. Meine Damen, meine Herren, jetzt gibt es hier noch quasi ein bisschen was für den Nachhauseweg. Das könnt ihr nachher mitnehmen. Nehmt das, was ihr heute gelernt habt, als Sicherheitspolster mit. Fahrt jetzt nicht schneller Auto, weil ihr denkt, ja, ich kann bremsen, ich kann ausweichen. Das ist blöd. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwo mal wieder auf dem Wilsterberg am Nürburgring mit Autos, mit Motorrädern. Ist wurscht. Die Welt ist klein. Wenn ihr jetzt nach Hause fahrt, denkt dran, es war ein anstrengender Tag, es ist nichts passiert. Wäre jetzt schade, wenn ihr auf dem Heimweg einschlaft und sagt, oh, so gut, sehr fix. Die Leitplanke, das muss ich jetzt selber zahlen. Von dem her, danke nochmal und haltet uns gut in Erinnerung. Ja. Danke dir. Viel Spaß gemacht. Dankeschön. Das war wirklich eine ganz tolle Veranstaltung. Wir haben Urkunde bekommen. Wir haben ein paar schöne Hefte bekommen, was zu essen. Und auf jeden Fall, was man mitnimmt, ist sehr, sehr viel Wissen, ja, was man braucht. Auf der Hilfreiches Strecke. Wissen. Hilfreiches Wissen. Also manchmal kommt man in brenzliche Situationen und das braucht man. Ich bin fix und fertig, ehrlich gesagt, und ich brauche eine Dusche. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao. We'll be right back.
Ja, wenn man das gehört, also hier.